Vorgaben, Lorinho hier. Ich mache gerade einen Vergleich zu den Pandaria-Verzauberungen, sprich Buchband der Illusion Pandaria, wo es zwei von geben wird in Legion. Und hierfür brauchen wir einiges an Mats. Zum einen brauchen wir natürlich Sharkers-Teile, wie es typisch ist für diesen Patch. Das einzige, was wir hier verzauberungstechnisch so am Start haben. Auf der anderen Seite brauchen wir aber Juwelier-Mats. Und Juwelier-Mats sind, naja, sagen wir es so, sie sind nicht gerade einfach zu bekommen. Man kann alternativ hier auch bei Crystal, der lieben Händlerin für Geisterharmonie in Pandaria, beim jeweiligen Schrein eurer Fraktion, ein bisschen was einkaufen. Ich persönlich mache es gerne so, dass ich hier mit meinem Meister der Transmutationschar ganz einfach mir hier diese jeweiligen Kristalle aus Überbleibseln von diesen gelben und grünen Steinen einfach transmutiere. Und dafür habe ich hier Meister der Transmutation gewählt, eben weil es dadurch möglich ist, mehrere Procs zu erhalten. Das heißt, mehr Resultate durch gleich viel Aufwand. Und das mag ich einfach gerne, deshalb mache ich das so. Warum ich das erwähne, ist ganz einfach, weil du hier in Pandaria für den Transmutationsmeister quasi erst einmal diese Stahlwaren herstellen musst, lebendiger Stahl, die du natürlich auch selbst herstellen kannst, sobald du dich ein bisschen damit auseinandergesetzt hast, was dieser Beruf hier alles kann. Ganz wichtig, Pandaria-Rezepte sind nicht farmbar, sie sind wie viele andere Transmutationsrezepte durch Entdeckung zu entdecken. Hierfür ganz einfach müsst ihr euch nur einen meisterlichen Heiltrank besorgen. Dieser ist für MOP der Standardheiltrank gewesen. Natürlich wie immer Link unter dem Video zu finden. Und hier haben wir den auch schon. Hier eine Teepflanze mit der Friole und natürlich der Chance auf mehrere Rezepte, die wir proppen können. Dasselbe gilt natürlich auch hier für die Steine. Sobald ihr diese freigeschaltet habt, werden auch diese hier zusätzliche Rezepte proppen. Hier sei gesagt, die Steine selbst, die wir herstellen wollen, können wir so oft herstellen, wie wir sie brauchen, da dieser Spell oder diese Herstellung jedenfalls keine Daily-CD hat, wie jetzt hier zum Beispiel lebendiger Stahl. Das wäre alles ein Daily-CD, das haben wir hier in diesem Fall nicht. Und das bringt mich auch schon wieder zum Ende meines Videos. Und zwar nur noch schnell ein paar Worte, wie ich Sharkers-Teile farme. Das werde ich eben vielleicht auch noch verlinken. Ich gehe dafür sehr gerne die alten Raids durch. Unter anderem zum Beispiel hier von Mists of Pandaria, Mogushan-Gewölbe oder aber auch Herz der Angst. Diese Instanzen sind natürlich solo machbar. Habe ich auch einen Guide dazu, kann ich gerne verlinken. Aber wenn ihr das wirklich farmen wollt für diese Verzauberungen, empfehle ich euch, nehmt euch einen zweiten Mann mit, stellt auf 25 um und läuft da einfach durch, so gut ihr könnt. Versucht euch da ein bisschen abzustimmen, der eine ein bisschen tankiger, der andere vielleicht ein bisschen damage-lastiger. Im Prinzip ist beides euch überlassen. Ich empfehle es aber trotzdem mit 25 Mann zu laufen, da ihr einfach eine höhere Gewinnspanne habt. Das heißt, einfach auch 6 Items pro Boss, die ihr looten könnt, anstatt 2, wie es beim 10er Run möglich ist. Das heißt, ihr beide profitiert davon, wenn ihr das hochrechnet. Und ja. An dieser Stelle war es das hier schon wieder von meinem Buchband, wie immer. Schaut euch die Comments an oder werft mal einen Blick auf das Video, wenn ihr ein paar Links sehen wollt, was es hier noch zu entdecken gibt. Ansonsten immer, ich wünsche euch was. Bis dahin.